Ich möchte Sie begrüßen zum vierten Teil dieser Reihe über die Laplace-Transformation und dabei noch einen ganz anderen Aspekt ins Spiel bringen, den wir aber jetzt ziemlich einfach am Beispiel des Teiles 3 aufhängen können. Im Beispiel 3 haben wir gesehen, dass wir eine solche Federmasse-Situation mit der Laplace-Transformation lösen können. Wir haben zuerst die homogene Situation angeschaut, also ohne externen Einfluss, gesehen, wie die Lösung dann aussieht, indem wir im Bildbereich gearbeitet haben und dann zurücktransformiert haben. Ich habe am Schluss gesagt, wenn wir da mit einer externen Kraft zum Beispiel kommen, dann müssen wir einfach diese externe Kraft dann Laplace transformieren auf der rechten Seite und können dann nachher mit dieser externen Kraft diese Gleichung wiederverwenden. Da steht dann also die Laplace-Transformierte der externen Kraft. Und da ist dann die Lösung, die wir dann nachher mit der Tabelle zurücktransformieren können. Sie sehen, die externe Kraft ist hier quasi multipliziert mit diesem Bruch, 1 durch s² und so weiter. Und das liefert mir nachher die Lösung hier. Jetzt wollen wir mal das ein bisschen abstrahieren. Wir wollen also jetzt mal uns ein bisschen lösen von diesen konkreten Buchstaben und mal einfach überlegen, was haben wir jetzt hier vorliegen. Wir haben ein physikalisches System angetroffen mit dieser Feder. Masse Alpha MK. Wir haben jetzt mit einer externen Kraft die Sache gestört. Das heißt, es gab nachher eine Veränderung der Kurve und die neue Bewegung, die wir dann hier haben, war nachher die Lösung im Bildbereich f von s, was da herausgekommen ist. Und wir haben gesehen, dieses f von s können wir schreiben als Laplace-Transformation der externen Störung, also gleich. Und das multipliziert mit diesem Teil, der hier eigentlich diese Physik ausmacht, nämlich da steckt die Differentialgleichung der Federschwingung drin. Ich will das vielleicht mal rot jetzt aufschreiben. Multipliziert mit also 1 durch s im Quadrat plus 2 mal Beta mal s plus Omega 0 im Quadrat. Das war quasi die Physik im Bildbereich, die mit dem zusammenhängt, nicht wahr, was da für die Physik vorliegt. Das hier war quasi eine Störung von außen, eine Art Input. Und was am Schluss herausgekommen ist, ist dieser Output hier. Also die Veränderung der Laplace-Transformation der Störung durch das physikalische System. Wir können also sagen, der Input, den wir hier haben, wenn wir den Laplace transformieren, gibt es eine neue Funktion. Wir wollen diese neue Funktion vielleicht u von s nennen. Diese Veränderung dieser Funktion, was dieses Input Laplace transformiert, diese Veränderung nennen wir vielleicht g von s. Eine Funktion, die die Physik des Systems beschreibt. Und die Antwort ist eben dann das f von s. Und mit der Darstellung, so wie das darstellt, haben wir eigentlich eine sehr einfache Input-Output-Relation gefunden. Allerdings im Bildbereich. Das nämlich der Input früher transformiert, also diese Störung hier, mit der Funktion g von s multipliziert werden muss. Man nennt dann diese Funktion g von s auch Übertragungsfunktion. Um dann die als Antwort, als Output, die Laplace-Transformierte des Zeitsignals zu erhalten. Also quasi ein f extern
von t haben wir reingegeben. Die ganze Berechnung da im Bildbereich unten hat dann dazu geführt, dass wir nachher so eine Multiplikation dieses f externs Laplace transformiert mit der Überdachungsfunktion vornehmen müssen. Erhalten nachher diese Laplace transformierte des Antwortsignals und können nachher dann zurück transformieren auf ein f von t. Dieser Teil hier unten, der hat, ist eben danach etwas, was man in der Systemtheorie oder der Signalverarbeitung oft verwendet, eine Übertragungsfunktion, die man multipliziert mit der Laplace-Transformierten des Eingangssignals, um nachher die Laplace-Transformierte des Antwort, der Antwort zu erhalten. Ich will jetzt da nicht in die Systemtheorie reinsteigen, das wäre etwas, was dann eher die Leute von der Signalverarbeitung und so interessiert, aber Sie sehen also hier, als Beispiel, als erstes Beispiel, dass man auf diese Art dann im Bildbereich solche Signalveränderungen, Input, Output, mit einer Multiplikation einer Übertragungsfunktion berücksichtigen kann. Eine sehr elegante Variante, die dann die Signaltechniker sehr oft verwenden. Natürlich dort dann nicht unbedingt mit einem mechanischen System, sondern haben sie dann vielleicht einen Schwingkreis, einen Tiefpassfilter oder so, wo dann auch ein Signal, das reinkommt, nachher gefiltert raus muss und die Übertragungsfunktion zeigt dann, wie in der Bildebene dann nachher diese Übertragungseigenschaften dann nachher sich darstellen. Da sind dann gerade zum Beispiel Pole der Übertragungsfunktion, die wir auch hier haben, dann ganz wichtig, um die Charakteristika der Übertragung zu diskutieren.